Was nimmt man denn hier für Reifen? Oh, die guten von Pirelli. Zyrock, dein Name ist zu lang, da steht Punkt. Mal gucken, ob was funktioniert und du nimmst Standard? Das ist doch völliger Quatsch, das funktioniert auf jeden Fall. Ja, dann ja, ich bei mir ist das letzte Mal bei Standard das Weiche gekommen. Never change und Sepp nimmt einfach was anderes. Und wenn das Weiche ist, dann kommt immer das Harte und wenn das Harte nehmen, dann kommt immer das Mittlere. Das ist voll sinnlos. Und damit willkommen zurück zu Formel 1 2017. Heute mit dem erkälteten Goddy, der jetzt nicht mehr ganz so erkältet ist. Es regnet schon wieder am Rennen. Es hat funktioniert! Und jetzt fahren wir direkt mal raus, wenn ja, wir Kratz, das Tablet kriegen. Guillaume und wieder mit einem gesunden Schallrock. Zum Sieg auch noch. Das stimmt. Also kein Pit-Limiter mehr. Kein Pit-Limiter mehr da. Aber es soll gar nicht am Ende erzählen. Kann man der das fahren? Statt von Pirelli. Von Pirelli? Ich wollte einen ähnlichen Spruch bringen. Zyrock, bleib ein bisschen langsamer, bitte. Das hat Mona aber sehr gefallen in Aserbaidschan, dass ich Pit-Limiter gesagt habe und stehen geblieben bin. Ja, das war super. Als du dir jetzt hinterher angeguckt hast, hast du dich hier selbst weggeschmissen. Voller LOL! Pit-Limiter! Und jetzt muss ich umdrehen. Ich hab das Gefühl, es hat schon jemand einen Unfall gebaut. Ja, ich wurde in der Kurve weggeportet, ich hab nicht mal die Wand berührt. Und also meine Zuschauer, Flügel. Sag ich schon mal, dieses Rennen wird nicht so schön. Da liegt ein Flügel an der Ausfahrt. Österreich ist zwar eine schöne Strecke, aber ich kann sie nicht. Ja, den haben sie beim Porten vergessen. Der liegt da noch. Es geht ja auch noch berghoch bei dieser Ausfahrt. Das ist richtig. In der Tat. Fratelli. Boah, ist gut jetzt, Zyrock. Ach, Zyrock. Er kommt auch irgendwann da drin. Ja, dann kannst du singen. Aber noch dauert auch nicht mehr so lange, glaube ich, oder? Nee. Dann kannst du es endlos lange singen. Oh ja, das mein ich. Dann singen wir im Chor. Wenn du da wieder geparkt hast, da, dann kannst du die ganze Zeit das schöne neue Observer Interface dir anschauen. Es gibt jetzt ein geiles Menü, das kann ich euch vielleicht hier zeigen, weil ich rausfliegen werde. Mal schauen. Das Aufrufen. Oh nein. Nein, das tolle neue Zuschauer-Interface. Und Formel 1. Denn es gab mal wieder ein Patch, ich glaube sogar direkt zwei. Wo fahre ich? Wir sind jetzt auf 1.9. Und deshalb haben wir jetzt auch schöne Kleiderbügel an jedem Auto. Toller Kleiderschrank. Ja, irgendwo muss man ja den Anzug hinhängen. Invalid Lap Time am Arsch! Am besten diese und nächste Runde. Ich bin auf die Curbs in der ersten Kurve. Nicht auf die Curbs in der ersten Kurve. Das war schon mal keine gute erste Kurve. Das war aber noch nie empfehlenswert. Ich glaube, er ist über die Curbs gekommen. Ich bin nicht über die Curbs gekommen, aber war das sehr langsam. Das hat sich gerade angehört, als hast du keine Ahnung. Als würdest du an irgendwas ersticken. Da muss er ja, gleich das passiert halt mal. Das erfreut den Mono, wenn er jemanden ersticken hört. Das merke ich mir. Achso, es hat übrigens durch den Patch auch die Veränderung gegeben, dass im Qualifying sollte die KI nicht mehr so die komischen Sprünge am Ende machen. Das ist schön. Das sollte aber schon mal passiert sein, von daher. Ja, das hat bei mir zumindest jetzt funktioniert. Also, das wird jetzt, warte, mal gucken. Die Sprünge für den Spieler haben sie aber drin gelassen. Hoffe ich. Den Sprung, den ich in Aserbaidschan gemacht habe. Hey, noch mal. Guillaume! 1.08 hier. Siehste, Guillaume. Es regnet auch noch im Rennen. Also, Guillaume wird das Rennen hier gewinnen. Guillaume safe win. Natürlich. Guillaume ist Regenmeister. Oh Mist. Meister. Meister. Nergurik. Komm. Nee, Guillaume. Wenn ich mal die schnellste Runde kommt Nergurik. Ja, es kommt ja noch Regen. Ja, aber so spät im Rennen, das wird mir wahrscheinlich nicht helfen. Ja, stimmt, es kommt noch Regen. Aber jetzt ist es wert, eine zweite Runde zu setzen. Nein. Oh. Ich bin sowieso langsamer, von daher. Nein. Atomkraft? Atomkraft? Nein, nein. Müsli, Müsli, ja, ja, ja. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2. Wohin langsam kann man die Kurve eigentlich noch fahren? Ich guck, dass ich Goddy da nicht gleich aufhalte. Goddy ist übrigens wieder dabei. Hast du das eigentlich vorhin gesagt? Ja. Dann ist ja gut. Ich war schon mit dem Regen beschäftigt. Haha! Und jetzt wird's Zeit. Goddy für eine. Ach Mann, sei für einen Doppelsieg. Ungültige Runden.
Boah, diese erste Kurve! Vor allem mit roten Reifen ist ja die Gefahr. Ach komm. Wie kriegst du denn in der ersten Kurve immer die ungültige Rundenzeit? Weil es zu sehr abkürzt. Nur so hat er es ja auch geschafft, erster zu werden. Ja, ich fahr außen über die Curbs, ich kürze hart ab. Ja, dann ist das Track Extension. Ist auch schneller. Ich hätte vielleicht Sprit mitnehmen sollen. Darf ich dich überholen? Ja, ich kann es nicht verhindern. Darf ich auch? Richtig gewesen. Nein. Nee. Ja, fahr. Hättest du jetzt zugemacht, das wäre nicht schön gewesen. Nee, ich bin ja schon vorbei. Das ist richtig. Jetzt haben wir jetzt schon was verpasst. Ich bin auf dieser Strecke ist echt dieser letzte Curb vor Start-Ziel. Der ist so. Der ist tödlich. Ja, wenn ja, der Kurbel, da bekommst du. Der gelbe Stein, der dahinter steht. Genau, den meine ich. Wenn du schlecht triffst, dann fährt man geradeaus. Den meine ich auch, genau. Und du kriegst trotzdem eine Verwarnung dafür, weil du ja abkürzt. Ja. Das ist auch sehr schön. Dann kann Mono wieder fliegen lernen. Wenn Zarok sich nicht aufbockt. Haha! 1,7? Ich habe mich so gut gefühlt, weil ich zügig unterwegs war. Jetzt fährt der 1,7. Ja, ich habe auf alle Fälle. Und grüße dich, du bist deutlich vor mir. Ich habe locker 5 Zehntel in der einen Kurve verloren, wo ich da. Ja, wir müssen mal gucken, ob die KI jetzt wirklich rankommt, weil sonst ist die KI doch zu schwach. Obwohl es halt gar nicht aufgefallen ist vorhin. Wie kommen denn dann noch? Ja, wir gucken das im Österreich-Rennen uns an und falls es so ist, dann werden wir das ist das Österreich-Rennen. Nicht zum Großbritannien-Rennen umstellen, weil im Großbritannien-Rennen hast du eine Chance. Mr. Obvious Cyborg hat es auch gemerkt. Mr. Obvious. Mr. Obvious. Dann ist mein Flügel kaputt, aber warum komme ich so scheiß um die Kurven? Das ist gar nichts los. Wo sind die alle? Wahrscheinlich auf der Strecke. Alle fahren um mich herum. Gerade. Alle fahren um mich herum. Um Mono. Um Nergorix. Da war er wieder. Der klassische Zahlrock. Hat nur 3 Versuche gedauert. Warum sagt der Gotti denn nichts? Der ist sich am Konzentrieren. Ja, beim Reinschieben. Er konzentriert. Oh, wir haben noch 5 Minuten. Oh, nicht gut. Ausfahrt! Simi ist raus. Nein, er hat nur einen Flügel verloren. Oder hast du überhaupt was verloren? Ich hab mich auf der auf der Strecke ist gelogen. Ich hab mich gehalten ohne Wandberührung. Sepp, was machst du dann? Ja, ich hab mich gedreht auf der Geraden. Ja, das passiert auch mal. Langsam kann ich nichts. Interne Duelle, ja? Gib mal Gas. Wer fährt langsamer? Was war das denn? Ey, wir sind beide mit 5 in der Kurve gekommen. Vor allem, wir sind doch beide nicht rumgekommen. Ja, ich bin außen angefahren, weil du warst ja innen. Und da ist wieder einer hart am Arbeiten. Und spielt da links, wieder. Links, rechts. Er macht eine Reifen warm. Meinst du jetzt? Was schreist du da 5 Kilometer hinter mir? Warum ist es hier so still? Noch jemand da? Ja. Okay. Ich meine, wenn noch nicht mal Cyborg was sagt, das ist schon verdächtig. Naja, immerhin. Dann hättest du ja schon gelesen, Cyborg kann nicht verlassen. Die Toilette! Hätte sein können, dass du auch AFK gehst. Aber nur kurz. Nur kurz. Shit, das war zu früh. Zu tief. Ich lese gerade, es ist sehr eng. Beziehungsweise eng. Lese ich. Das ist klasse. Er steht eng, das tut mir leid. Von dem Spiel würde ich erwarten, dass der Motor steht. Masseppi. Nicht mehr gehört.
kann ich nicht anders nehmen. Das hat nicht mehr gereicht für irgendwas. Oh, jetzt ruckelt gerade bei mir. Ja, okay, meine Zeit ist gesetzt. Zyrok, du hast mich nicht tatsächlich um dich mein Zehntel geschlagen. Doch. Ich musste meine Bremsbalance gar nicht umstellen. Ich habe überall 4%. Das stimmt. Wenn ich diese Kurve langsam anfahre, kriege ich sie noch schlechter hin, als wenn ich sie schnell anfahre. Das ist ja auch interessant. Ah, hast du dich schon so dran gewöhnt? Wer ist das vor mir? Ich bin das vor dir. Oh, hi Mono. Hui. Ja, schade ist, dass ich jetzt nicht ganz am Ende der Session noch eine Zeit setzen konnte. Das heißt, Jomon hat noch die Chance, mich zu überholen. Ach, Zyrok, übertreib's mal bitte sowieso nicht. Was denn? Mein? Ich bin doch sowieso nur Puffer, bis ich raus bin. Ja, aber du fliegst ja hier nicht raus. Ah, hat nicht gereicht. Aber mein Ziel ist, Zyrok, ich fliege nach dir raus. Aber der sieht gerade nicht so gut aus. Zyrok schreit, was ist da los? Ach, Hamilton fährt 3. 3 wer oder was? Boah, wie ich jetzt hier in Rennen gleich vor der Boxenausfahrt bremse, ist auch noch interessant. Nee, wie ich im Eifer des Gefechts aus der Boxenausfahrt komme, ist noch viel interessanter. Ja, das wird auch spaßig. Da hat man ein verschmitztes Lächeln gehört. Weißt du, das haben wir echt. Was? Peak Limiter. Ich muss wenden. Setze die diese Welt niemals vergessen. Du wolltest doch mal so ein wird. Soundboard erstellen, Zyrok. Da musst du es auf jeden Fall auch mit reinbringen. Ach, Mist. Ah, schade, nicht schneller geworden. Ah, das ist doch schön. Ich meine, das ist schade. Hat mich Sepp Schemmer tut mir sehr leid. Oder der fährt noch. Warum darf ich die Session nicht beenden? Sepp, überhol mich noch jetzt. Ah, jetzt wurde sie automatisch. Werde ich nicht. Zu langsam. Das ist das tolle neue Observer-Interface. Stimmt, hier. Das ist geil. Ja, ist es auch. Wir können jetzt eben gucken mit F. Aber jetzt sind 3 Fahrer in den einziehenden, ey. Jormun, der fährt. Fährt er schnell oder fährt er langsam? Mono, mit was hast du dich? Wir können auch noch hier irgendwie was anderes machen. Ich fahre noch. Aber mit Ultrasoft. Dann haben wir alle Ultrasoft in einem Abstand. Oh nein! Nur 2 Zehntel. Oh, im Laser wir können nicht den mehr. Ja, Gott, hier rein. Vergessen runterzustellen. Windschatten! Mono hat mich nicht mehr geschlagen. Moment, das ist meine erste. Wer hat mich denn da noch überholt? 20.000ste liegen zwischen uns, Nergo. Ja. Das ist meine erste Polenposition in der Saison. Jomon, so, könnte theoretisch noch, aber in der Praxis sieht das schwer aus. Gelb in Sektor 1 und 2. Und das ist geil, dass das angezeigt wird. Das seht ihr leider nicht, weil ich da drüber bin. Das tut mir leid. Jomon, du bist der Einzige. Oh, hier ist ein Riesenunfall. Irgendwer ist in Gotti reingefahren. Oder in mich? Nee, ich stehe an der Box. Das ist Mono! Stimmt, Mono ist in Gotti reingefahren. Jetzt, das Rad ist im Boden. Das Rad springt durch den Boden bei mir. Das nicht. Ich sehe mich gerade in die Box fahren. Warum sieht das denn aus? Die Frage ist das eigentlich, warum steht Gotti da drin? Das ist eine gute Frage. Bei mir fährt der automatisch. Ich bin fertig. Aber ja, interessant. Noch mal starten bei viel, mir oder? Stehen Gotti und am besten Gotti ist dieses Rad. Also bei mir ist Mono in Gotti reingefahren und sein Rad springt die ganze Zeit in den Boden hinein. Ja, und Gotti steht heraus. Einfach so rum wie so ein faules Stück. Also bei mir fahre ich gerade ganz normal zurück in die Box. Mono ist in Gotti reingefahren, aber Gotti hat keinen Flügel mehr. Mit wie viel Wucht ist der da reingefahren? Echt, Gotti hat keinen Flügel. Oh, jetzt fährt Gotti wieder los. Jetzt ist er wieder rückwärts gefahren. Stimmt, Gotti hat keinen Flügel. Ist das überhaupt Mono oder ist das... das ist Mono. Micromanagement. Ja, und wer? Jom, bist du im Team mit Mono, ja, ne? Ich vergesse es immer. Ja. Bei mir ist im Team mit Mono? Bei mir schieben die Gotti. Ist ja auch schon wieder gut, dass da bei jedem was anderes passiert. Ja, bei mir stehen sie jetzt wieder auf. Jetzt ist das Rad aber endgültig. Da fahren auch alle dran vorbei, die weichen alle aus. Warum beendet das Qualifying jetzt eigentlich nicht? Das ist halt einfach keiner mehr. Weil Gormund noch in Pit ist. Stimmt, Boxenstopp. Nein, weil Mono da noch steht. Boxenstopp. Ja, das ist, wie ist ganz schön lang das Feld. Das ist wie Stroll, der Vollidiot, in der Auslaufrunde. In der Auslaufrunde.
Ja. Wieso hat er das denn jetzt nicht automatisch beendet? Junge, kannst du die Session jetzt mal beenden? Ja, wollte ich ja. Ging ja nicht. Ach, jetzt guck ist, mal, Gott, ich werde wieder los. Also bei Simon und mir scheint es auf jeden Fall synchron zu sein. Oh, schade, Gotti, jetzt ist vorbei. Na ja, gut. Aber Mono steht da noch, der macht noch Pause. Sehr gut. Monos waren nur 3/10, das finde ich ja sogar richtig human. Was hast du gemacht? Ja, die hast du KI einen Kaffee getrunken unterwegs? Natürlich deutlich langsamer als die Pole, ne? 1,4 Sekunden. Das ist eine ganze Menge, ja. Wo ist, ja, wo ist denn der Gute? Der Gute ist da hinten. Aber ich denke, wir sollten uns heute die Aufnahmesession nochmal angucken. Warum sind eigentlich nur 19 ins Ziel gefahren und nicht 20? Ja, wir können es ja auch so irgendwie machen. Fehlt einer, oder? Wer hat den 20. vergessen? Wer fehlt denn? Kann das sein, dass wir mit einer KI zu wenig fahren? Fehlt ein Sauber, oder? Ja. Stimmt, ja, ist ja egal. Du machst eh keine Punkte. Fairline ist nicht dabei. Ja. Ich meine, wir können es ja so machen: Wir machen das Österreich-Rennen jetzt mit dem Schwierigkeitsgrad und dann setzen wir 5 Punkte vielleicht hoch beim nächsten. Nein, ich kann doch Großbritannien und Österreich nicht. Ich kann Großbritannien auch nicht, deswegen ist es mir egal. Ich kann ja Großbritannien, deshalb. Ich kann das besser als Österreich. Ja, aber wenn du jetzt schon so weit vor der KI bist, dann wirst du auf Großbritannien, die du ja nach eigener Aussage kannst, auch locker von einer gerade eben natürlich KI fahren. Die ganze Zeit im Test hinter dem Dingens, hinter Ricciardo hergefahren bin. Ne? Es hat nichts gebracht, ich kam nicht vorbei. Ach, oh, das ist die Strategie. Ach so, wir haben natürlich ja auch Regen am Ende. Ja, aber ob der halt noch relevant wird. Ja, ob der noch relevant ist, genau das ist die Frage. Das war gerade wieder so. Ob das noch relevant ist? Ja, ob das noch relevant ist. Ja, das ist ja eigentlich auch egal. Die eigentliche Frage ist ja, wird der Regen noch relevant? Der da kommt. Wenn er kommt. Aber 2 Boxenstops, echt? Ja, aber ob der noch relevant wird, das weiß man jetzt nicht, ne? Das stimmt. Sepp, wir versuchen einfach in Runde 1 uns nicht gegenseitig seid ihr soweit fertig? Kann man mit Ultrasoft, Supersoft wohl durchfahren? Nee, oder? Weil jetzt habe ich nur noch 88, ey. Also ich weiß noch vom letzten Spiel, dass die KI, dass die Boxenstopp-Vorgabe hier voll für den Arsch war, weil die Reifenabnutzung viel höher war. Sarok, wie eng bist Vielleicht du? Muss man auch Ultrasoft-Soft fahren, da kommt man auf jeden Fall durch mit. Ja. Steht das bei dir nicht eng? Also 89 eng. 89 eng, oh, du bist viel enger als ich bin nur 88 eng. Und für Tiere habe ich 90. Ja, für Tiere habe ich auch 90. Aber die Frage ist halt, wann der Regen kommt. Na egal. Neben für Tiere steht ein Knopf, please. So, ist irgendwer noch dabei? Ich bin ready. Ich bin auch ready. Fertig. Okay, ja, gut, also. Dann stisseln. Stimmt, das stimmt wirklich. bitte. Einführungsrunde haben wir aber, ne? Müsste eigentlich. Ja. Das werden wir gleich sehen. Wenn es gleich losgeht, dann nicht. Anscheinend. Goodie ist nochmal kurz AFK. Gotti macht gut, dass er Bescheid gesagt hat. Ist doch da, es passt doch alles. Achso, ich bin das gar nicht gewohnt, dass ihr weit vorne steht, dass ich gerade losfahren muss. Fahrt los! Ja, ich hab's verpennt, sorry. Oh, das wird echt spaßig damit, diese ersten Kurve. Dass ihr euch da nicht abschießt davon, ist auch interessant. Nee, ich werde aber auch direkt Aua ins Visier nehmen, also der kann direkt rausfliegen. Direkt Aua ins Visier. Wir warten keinen Regen. Interessant. Ich denke gerade mal, der Wettbewerb ist die Einführungsrunde. Möglicherweise. Aber ich bin das war auch gut, Mono, die Kurve. Also das Team steht mal nebeneinander, das ist ja ganz was Neues, das kennen wir noch gar nicht. Das ist meine erste Pole in der Saison. Ich kann Österreich. Welches Team steht so nebeneinander? Renault und McLaren. Ich habe ja von Anfang an der Saison gesagt, ab Ungarn wird angerufen. Ja, haben wir alle noch im Ohr, Cyborg. Roll ist hinter mir, obwohl er nicht hinter mir ist. Ah ja. Der wäre drin, wenn er drin gewesen wäre. Der ist so lahm, der Philipp. Der Philipp ist so... Sepp! Hi. Wo übernimmt der denn? Jawohl, ich wurde... Ja, das ist übrigens ein Bug entfernt worden, wieso wurdest du denn entfernt? Disqualifiziert wurde, wenn man in der Einführungsrunde entfernt wurde. Dass man disqualifiziert ist, ja. Bin ich jetzt raus? Nein. Das haben sie ja behoben, den Bug. Entfernt, hat er gerade noch gesagt. Sarok, wieso wurdest du zurückgesetzt? Vielleicht nicht, weil du mich fast gedreht hast. Hä? Wie bist du denn gefahren? Aber kann das sein, dass die Mercedes sehr weit hinten sind diesmal? Ermöglicht Platz 10?
Na gut, ja, ich fahre mir dich aufs Kuppeln vor. Ricardo zumindest. Ein bisschen früher bremsen. Ich bereite mich aufs Kuppeln vor. Okay. Hat er gesagt, soll ich machen? Mentales Vorbereiten. Jo, viel Spaß, Jungs. Ja, euch auch. Low Start! Sebi hat eine schlechte Verbindung gehabt. Oh, ganz schlechter Start. Mono! Alter, wie schnell war Mono denn bitte? Oh Gott. Sebi, das war aber schon hart. Mario Kart nicht da. Sebi hat mich... Hab ich auch! Mono hat mich einfach rausgehauen, ne? Was? Ich hab mich verhakt mit einem, oh verdammt. Oh Gott, wir verhaken dieses Spiel. Aber der Rubens, wegen dir wäre ich ein Po. Ja, du darfst nicht einfach nach ganz außen fahren. Ich bin ganz normal die Kurve gefahren. Nee, Mono ist halt einfach richtig schnell gewesen. Hab ich gerade richtig gesehen, dass ich nicht der Erste bin, der raus ist. Ja, wer hast du? Was? Aber der Regen wäre doch gekommen, Jormon. Ach komm, ich hab was echt keine Lust. Tja! Mittelfinger zeigen! Es fing so schlecht an und dann hat Mono mich noch rausgehauen. Das war ganz cool. Echt. Das sind Renault-Taktiken. Oh Gott, der Wagen ist ja viel schwerer. Was ist das denn? Kann das denn sein? Der Wagen ist schwerer. Erste Mal das Kamerading aus. Ja, du wolltest dir die neue Funktion mal vorstellen. Stimmt. Ehrlich gesagt, nö. Ich mach mal ein Video an der ganz Stelle ehrlich? Aus und ich komme dann in ein paar Minuten dann wieder. Wir sehen uns dann. Ich glaube, hier muss ich gar nicht bremsen. Das hat Nergo Rix sich auch gerade gedacht. Ich glaube, Nergo hat den Stein da getroffen. Nee. Ich wäre nur fast gerade ausgefahren. Irgendwie vergesst zu bremsen. Der erste Curb, der ist fies. Ja, und der letzte. Der Sebi ist hinter mir. Ja, der Gurix, wie geht's dir? Ja. Gut. Wollen wir mal wieder Silverstone vom letzten Jahr wiederholen? Nö. Ich hab schon wieder vergessen, was da war. Ist ja kein Überrundeter diesmal. Oh, ich komm nicht um die Kurve. Ich auch nicht. Der Pinky und der Brain, der Pinky und der Brain, Tier versuch's nochmal. Verzeihung eigentlich heute, dass er die ganze Zeit singt. Ich meine, das war ja auch häufiger mal, aber nicht so extrem. Gern begeisterskrank, der Pinky. Ja, er hat sich in letzter Zeit gesagt, er muss mal wieder häufiger in den Aufnahmen singen. Das stimmt. Ja, weil er bei meinen Kommentaren dafür kritisiert wurde, ne? Das ist wieder die Umkehrreaktion. Das Wolf-Team-Paradox. Jetzt erst recht. Das Wolf-Team-Paradox. Mono holt auf! Ey, Mono wird. Alter, wieso bin ich denn. Ey, wieso komm ich denn so scheiße voll durch die Kurven? Guck mal deinen Flügel an, vielleicht ist der was ein Stück weg. Das könnte sogar sein, Mono hat mich ja immerhin abgeschossen. Ja, aber ich fahre ja echt die größte Grütze zusammen, ey. Jetzt war ich noch ein bisschen hin und her, aber bist du schnell unterwegs. Ich bin 2 Sekunden langsamer gefahren als Mono. Yay! Mono ist abgebogen. Ja, ich fast. Also, ich habe mich aber nochmal umentschieden. Die Boxen einfach ist ein bisschen früher, Mono. Sebi fällt pro Runde zurück, das kann ich mir nicht vorstellen. Das könnte interessant werden. Roll ist ein Arschloch. Das wissen wir ja. Ich bin mal kurz vorbei, ja? Nee, du bist noch nicht vorbei, du bist neben mir. Bei mir bin ich Dritter! Bei mir bin ich Dritter. Ist gerade Booster aktiviert? Oh, scheiße! Oh! Nein! Nicht gut, scheiße! Wow! Gut, Ricciardo ist jetzt hinter mir. Ricciardo hat mich gerade abgeschossen. Ja, du bist ich werd gedreht! Aggressiv wieder auf die Strecke zurückgefahren. Ich wurde gedreht, nice! Beste KI von Welt! Aber Guillaume, bist du schon raus? Ich weiß nicht, ja, wer unschuldig warst du da aber nicht, Sebi, ne? Dass ich gedreht war denn schon? Ja gut, das habe ich natürlich nicht gesehen, aber... Ich bin raus! Du bist da wieder... Nee, ich bin nicht raus, aber ich hab einen Schlag in der Wand gehabt. Alter, was? Okay. Ich räume also langsam wieder auf die Strecke zurück. Ich darf nicht nach hinten gucken, das ist gefährlich. Ja, guck ruhig ein bisschen nach hinten, da siehst du nur wenigstens, was passiert bei dir. Also nach vorne. Gordi ist in der Boxengasse. Was passiert, Gordi? Ja, Stroll, der Arsch, kann nicht Auto fahren. Ja, das kenne ich. Stroll ist nicht so toll. Stroll und Wehrlein. Wehrlein haben wir ja schon rausgevotet. Der fährt ja nicht mit. Wehrlein hat Rücken. Genau. Und Füße und Kreislauf. Ne, dem habe ich ja mal reingehauen. Der mag Österreich nicht. Weiß jetzt immer noch nicht, wo sich jetzt die Phase ein bisschen beruhigt hat, weil Sebi weg ist, was ich gleich für eine Strategie fahren soll. Ich glaube, das wissen wir alle noch nicht so richtig. Das stimmt. Ich habe jetzt schon 24%. Aber ich muss 3 Punkte machen, dann habe ich Guillaume noch gut.
Ja, das sieht ja aktuell gut aus. Aber würde ich so nicht sagen. Ich kenne meine Konsistenz im Spiel. Vor allem, wenn Mono echt stark fährt, ey. Ja, diese Saison bist du ziemlich dickflüssig. Stimmt, ich bin jede Runde raus. Nee, noch nicht ganz. Boah, wie verteilt das alles schon ist. Ja, weil man ja rausgehauen wird. Schlechter zu sein, wenn ich mir angucke, wie wir alle hier vorne wegziehen. Jetzt mal abgesehen von Gotti, der natürlich einen Unfall hatte, aber... Wobei man auch sagen muss, Mono, du hattest doch in China, glaube ich, alle überrundet, oder nicht? Nee. Oder war das im letzten Spiel noch? Das war im letzten Spiel. Ich glaube, in diesem Spiel hatten wir überhaupt schon mal jemanden überrundet? Ja, ja. Vielleicht ein oder zwei. Überrundet auf jeden Fall. Okay, erinnere mich nicht an... Ach, die haben meinen Schaden gar nicht repariert. Ich wundere mich hier, warum das Auto immer noch so fährt. Erinnert mich nicht an letztes Jahr China, ey. Da bin ich in der letzten Runde nicht rausgeflogen. Ich habe gerade den Stein mitgenommen. Ich habe gemerkt, was ihr damit wollt. In China. Aber ich habe da auf keinen Fall alle Leute gewonnen. Oh, Mann, China ist auch eine richtig lange Strecke. Seit wann ist hier den vierter Gang? Ja, schalten werde ich in der nächsten Saison wahrscheinlich. Weil das, glaube ich, in Silverstone echt gut ist bei dieser... bei dieser Schnecken... Doppel-S da. Genau. Doppel-S? Sind das nicht Fünftel-S? Nee, zwei hintereinander, oder nicht? Weil da versuche ich es aktuell mit dem Benzin zu schaffen, da ein bisschen Motor zu bremsen, aber... Motor? Ja, die da vorne sind leider weg. Ja, das denke ich mir auch. Ja, wir müssen nochmal an die Box. Ja, ich auch. Weil die Kurve fährt Mono echt. Selbst wenn mein Reifenverschleiß ginge, wäre. Oh, mein Teamkollege ist mal wieder in der Box. Hast du jetzt eingestellt, dass sie es auf jeden Fall wechseln? Weil ja, stand auf nicht. Auto, die haben es nicht gemacht. Ja, ja. Machen wir es nochmal. Ist ja kein Problem. Ja, bei Auto machen die das nicht. Ja, dann. Keine Ahnung, das hat damit oder so, ich weiß nicht genau. Ab wann ja, also da wechseln. Sind ziemlich lange sehr, sehr stark auf dem Trip nicht zu wechseln. Aber gerade am Anfang macht es halt schon Sinn zu wechseln. Wenn du jetzt beim letzten Boxenstopp das machst, dann kann man sagen, das ist vielleicht nicht so schlau, aber am Anfang auf jeden Fall. Oh, jetzt kommen wir gleich zu einem leichten Ferrari-Duell. Das gefällt mir nicht so. Ah, das ist aber noch weit genug weg. Deutlich. Meine Güte. Ich bin auch wieder ganz schön verloren auf die beiden vor mir. Boostet ihr euch die ganze Zeit damit DRS? Oder nee, ich booste nur Mono. Ja, das ist ja das Einzige, was für mich sichtbar ist. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 9,7 Sekunden. Die Kurve fahre ich immer sehr komisch. Gefühlt fahre ich die Kurve jede Runde ein bisschen anders. Geh mal ein bisschen näher. Immer ein bisschen besser. Was mache ich denn hier für eine Grütze? Kein Wunder, dass Mono aufholt. Jetzt bin ich auch noch auf der Wiese. Tim? Das glaube ich nicht. Wo habe ich denn die Streckenbegrenzung überschritten? Da. Das ist natürlich auch eine Hoffnung für mich, wenn Zahlrock noch 15 Sekunden, glaube ich, holt an Strafe, dann bin ich irgendwann vor ihm. Schlimm ist ja, dass es am Ende noch regnet. Hamilton ist übrigens jetzt Vierter, weil wir uns gerade über die Mercedes-Schwäche unterhalten, ne? Wir sind ja schon schwach mit Vierter. Aber Mono, wie fährst du denn diese Kurve so gut? Was ist das auch Mono wieder gar nicht sagt? Controller wahrscheinlich ist so die einfachste Ausrede für dich. Wahrscheinlich kann man die mit Controller einfach besser fahren. Das glaube ich auch. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen, die Bedingungen sehen gut aus. Dafür fährst du die letzten Kurven immer besser als ich. Letzten drei oder so. Das war nicht Streckenbegrenzung, du Arsch. Arschkeks, ey.
Arschkeks, wann habe ich das denn das letzte Mal gehört, dieses Wort? Gerade eben. Ja, ich meine davor. Scheinbar haben Mono und ich im Setup leichte Differenzen. Wieso fährst du einen nach rechts und Mono ja. Standard, oder was? Ja. Zumindest kann Mono ein paar Kurven hier besser fahren. Ja, du fährst ein paar andere Kurven aber besser als ich. Aber vielleicht liegt das auch an Unfähigkeit meinerseits, weiß ich nicht. Nee. Oder an Unfähigkeit das deinerseits, dass ich die anderen Kurven besser fahre als du. Geht natürlich auch. Muss ja nicht immer am Setup liegen. Aber doch, doch, es ist immer das Setup. Das Setup ist alles Wahnsinn. Und Controller. Und Controller. Kennt man ja. Angriff! Sebi holt auf. Von Platz 17. Warst du schon in der Box, Sepp? Ja. Wie oft? Mir wurde mein Auto zerstört. Einmal. Jetzt bin ich gerade mit dem Unterboden an einem Stein da hängen geblieben. Der spielt auch Counter-Strike. Der Unterboden oder der Stein? Die Kurve war richtig kotig. Nein, 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 mach es nicht. Adolf! Adolf schlägt zu. Die ist aber auch blöd, die Kurve da. Das hatte ich gerade in unserem 5-ründigen Testrennen auch. Da bin ich da genauso raus. Du müsstest eigentlich die ganze Zeit DRS haben. Ja, jetzt habe ich wieder DRS. Jetzt bin ich da fast rausgeflogen. In der ersten DRS-Zone hatte ich keins, da ich ja gerade rausgefahren bin. Wegen dem Stein. Der große Stein. Der große Stein, ja. Bisschen schnell vielleicht. Also schnellste Runde ist jetzt nicht mehr drin mit den Reifen. Ist jetzt meine bescheidene Meinung. In der letzten Kurve musste ich immer so extrem gegen. Hast du da krasse Funken geschlagen gerade? Ich war gerade ein bisschen außerhalb meiner Zone, außerhalb der Konzentrierphase. Ich muss hier vorsichtig fahren. Ja, also reifentechnisch sieht es auch bei mir schon nicht mehr so gut aus. Bei mir auch nicht. Bei Gotti schon. Zyrock, wie viel Prozent hast du? 58. 58? Ja. Wow, dann baue ich wahrscheinlich genauso schnell Reifen ab wie du. Obwohl du ein bisschen härtere hast. Hast du Qualifying mehrere Runden gefahren, Zyrock? Ja. Drei oder so. Schon nicht daran, ja. Weil ich bin bei 51. Gut, ich war auch langsamer als ihr, aber... Pick up the pace. Das fahr zu slow, ne, übrigens. Ja, das ist der überlegene McLaren Honda. Kennt man ja. Oh, Eriksen ist Vierter. Wie ist das denn passiert? Auf Supersoft. Ist von euch irgendjemand Ich bin ein bisschen lange auf La Maga gerade gefahren. Ja, Gorix, bist du 14. Nein, viel Spaß mit dem Dritter. Ach, das ist Gotti. Der Gotti. Jetzt bin ich Zweiter. Für kurze Zeit. Das stimmt, ich bin abgebogen. Nur für kurze Zeit. 25%. Ich hol mal ein neues Reifen. Jetzt muss ich aus der Box fahren, das ist das Problem. Was hat er denn? Er hat die... Achso, das sollte ich wahrscheinlich... Ah, du bist ja gar nicht mehr in meinem Team. Er hat die Soft-Reifen genommen. Ich kann es aber auch eh sehen, oben links. Ah ja, stimmt. Du kommst ja als Erster auf den Dritten angezeigt. Du kommst als Erster auf den Dritten angezeigt, jawohl. Auch den Dritten. Das war ein ganz normaler Satz. Naja. In der Tat. Aber jetzt hat Mono mal freie Fahrt. Die Ausfahrt ist scheiße. Mir fällt gerade auf, ich habe die Ausfahrt ohne Schaden bestanden. Dafür die Runde davor nicht. Ist Gotti eigentlich noch da? Jo. Fährst du noch? Der ist hinter mir, eine Runde hinter mir. Ob Gotti noch fährt? Fährt Dobby noch? Nein, der rollt. Wahrscheinlich lässt er die KI fahren. Der Stein! Der Stein! Hiermit grüße ich den Stein. Hurz! Also war locker für
Cyborg, oder? Okay, ah, nee. Es reicht. Gerade so, ja. Oh, diese Ausfahrt. Nein, diese Ausfahrt hat mich Platz 3 und 4 gekostet. Platz 3 und 4 sind nämlich gerade nebeneinander. Oh, ganz kein Platz. Ganz im Ja, das, ja. War ein Stück von meinem Flügel. Das wollte ich nicht. Ja, das glaube ich dir. Ja, das glaube ich dir. Nee, ich habe mich halt weggedreht. Das war absolut meine Schuld. Also. Sorry, Mono. Ja, halb so wild. Kannst ja, machst ja nicht mehr. Ich bin raus. Das sagst du jetzt zum fünften Mal, da gibt es 2 Strafen jetzt. Oh, jetzt stimmt's aber. Da gibt nur eine Strafe. Kann ich hier wieder leerlaufen? Oh Mann, jetzt hänge ich hinter Ericsson. Ich habe mich beim Rossbeschleunigen von Kurve 1 gedreht. Jetzt habe ich eh schon alles versucht, um die Weltmeisterschaft spannend zu halten. Am Flügel abgefahren. Nee, das war echt keine Absicht, Bruno. Ich habe zu früh beschleunigt und bin dann halt ein bisschen... Ja, ich habe das gesehen. Das war eine sehr unnatürliche Bewegung, die dein Auto da gemacht hat. Aber wie krass ist es? Der Flügel ist gelb. Also vorne links eine Seite und ich komme absolut gar nicht mehr mit. Ja, das war meine Schuld. Gelb reicht schon. Ich könnte verstehen, wenn ich dafür eine Strafe kriege. Nö. Sepp steht rückwärts zu der Wand? Jo, stimmt. Ich komme an Ericsson nicht vorbei. Ja, ich bin nicht rückwärts, oder? Du stehst rückwärts an der Wand. Leute, habe ich mich wirklich so einfach noch rumgedreht. Okay. Oh nein, jetzt habe ich Bonusrennen kaputt gemacht. Ist doch egal, dein Verfolger in der WM ist doch raus. Also, mein Verfolger? Sein. Ich habe keinen Verfolger in der WM. Ich bin nicht mal beteiligt. Ich bin mit Jamaika. Ich habe auch nicht über dich geredet. Wie Jamaika bei der Winterolympiade, ey. Jamaika in der Winterolympiade? Ja, die fahren immer Ski, aber kommen halt immer erst in 3 Minuten 10. Ich glaube, die fahren wahrscheinlich Ski auf meinem Niveau. Ich bin noch nie Ski gefahren. Die cool meisten Runnings, ne? Bobfahren. Von denen antreten auch nicht. Ich bin auch noch nie Ski gefahren. Und ich muss sagen, du wohnst doch in Bayern, warum? Ja, und das interessiert mich aber auch überhaupt. Da liegt doch immer schon 78 Meter Schnee, oder? Das ist aber Schnee, anstrengend. Minigolf ist okay. Minigolf. Hey, Cyrock, lass mal Minigolf. Aber nur am Computer. Natürlich. Sonst ist es so anstrengend. Das ist doch Minigolf, oder? So, wenn es so läuft, wie ich jetzt. Wäre ja ein bisschen neidisch auf euch, dass ihr jetzt das Pokémon-Spiel gespielt habt. Auch wenn das so scheiße war. Du hast nichts verpasst, glaub ich. Außer einen sauren Gondrel. Oh, das verpasst euch aber ungern. Das dauert ja viel zu lange. Ich will was anderes machen. Das die ganze Zeit, ey. Ja, der Anfang des Spiels war eigentlich ganz nice, fand ich. Der Anfang war gut, aber dann ab dem Stadion war... Ja, ab dem Zeitpunkt, als du da in den Kreis reingelaufen bist. Da war es dann nicht mehr so gut. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das Spiel ging, von daher. Vor allem Jochen und hat ja jetzt gleich gewonnen. Ja, gleich. Eine Stunde. Stein! Das war ein Stein. Ich dachte, das wäre ein Nein gewesen. Ja, ich increase nicht nur den Gap zum Fahrer behind, sondern auch den Flügel des Fahrers behind. Ich increase nicht nur den Gap zum Fahrer behind. Ist ja auch schön. Ja. Ja, okay, hat nicht geklappt. Das war auch schön, der Sauer. Das war Kamikaze, ich wollte an Bottas vorbei, es hat nicht funktioniert. Dive-Bomb. Ja, so ungefähr war's. Ich entschuldige mich nochmal vor der ganzen Gruppe bei Mono. Ja, shit, hat uns mit Abstand. Der Beste dieser Gruppe. Mono, don't trust Cyrock. Ja, weil absolut Bullshit, wir sind zu zweit in diese Haarleide bergauf gekommen und da ich halt zu viel Gas gegeben bin, dann... Ich komme an Bottas nicht vorbei. Bottas ist Dritter. Jetzt macht Bottas mir Platz, das ist aber nett. Danke, Bottas. Komm mal, Bottas. Jetzt kommt er zurück. Jetzt kommt er zurück. Ich muss ein bisschen auf den Stein aufpassen. Der hat gerade echt so ein bisschen Platz für mich gemacht. Ich weiß nicht, was da los war. Geht er jetzt in die Box? Hat er irgendwie einprogrammiert? Jetzt musst du langsam Box machen? Jetzt! Der war doch schon, oder? Er war auf Supersoft, kann ich mir nicht vorstellen, dass er war. Es gibt ja zweimal. Ich glaube, der ist außerhalb der Top 10 gestartet. Ja, er ist in die Box gegangen. Also scheinbar geht die KI deutlich vom Gas, wenn sie im Anschluss in die Box will. Oder sie drückt mich in die, in die Mauer. In die Mand. Ich nehme mal einen Notausgang.
please. Ein bisschen mehr Concentration, ey. Immerhin musstest du nicht wenden. Das stimmt. Aber wie Sepp das geschafft hat, dass der rückwärts in der Wand steht, ist mir unbegreiflich. Wow. Ich habe 9% Reifenverschleiß. Das ist irgendwie gar nichts, oder? Dass man doch auf Supersoft wechseln kann? Ja, wobei es sind noch ziemlich viele Runden. Das wäre mir zu riskant gewesen. Vor allem wegen dem Regen. Weil wenn ich dann nochmal wechseln muss vor Regen... Ja, vielleicht hätte gerade der Regen das ausgemacht, dass man den Supersoft noch durchgekommen wäre. Aber vielleicht kommt ja auch kein Regen. Apropos, Wetterbericht. Stimmt. Wir schalten zum Bett. 15 Minuten noch. 10 Minuten? Regen. 15 bei mir. 10 bei mir. Das ist interessant, wir haben schon wieder unterschiedliche Angaben. Wir schalten zum Wetter. 5, 10, 5, 10, nein, 15, nein, 5. Was fahre ich denn jetzt hier für eine Scheiße zusammen? Aber in beiden Fällen würde es auf jeden Fall noch kommen während des Rennens. Ich habe gerade Gotti den Berg runterfahren sehen. Das ist ja nett, dass man das hier so sieht. Gotti fährt den Berg. Das ist wie ich in... Gotti fährt Schlitten. Das ist ein neues Projekt von Gotti. Das ist ein Hubschrauber. Oh, Hamilton ist auf Ultrasoft interessanterweise hinter mir. Scheint einen Schwischischuhschein zu legen. So, Mono, ich habe mir übrigens dein Spanien-Rennen angeguckt, Nergo. Da sind ja zwischendurch mal zwei Reifen erschienen, ne? In dieser langgezogene Kurve bei der Schikane. Ein Wunder. Zwei Reifen aufgetaucht. 5 Sekunden lang Stop-and-Go-Strafe, weil ich blaue Flaggen ignoriert habe. Aber der ist nicht mal hinter mir, der Banner. Der Banner? Der Banner. Ja, Grosjean, willst du oder willst du nicht? Nein. Banner, ey. Das ist auch eine Taktik gegen die KI. Einfach so, einfach die blauen Flaggen und so viele Strafen wie möglich. Dem reindrücken, wenn man hinter dem bleibt. In 10 Minuten ist Regen angesagt. Das haben wir jetzt unaufgefordert gesagt. Die Frage ist, wie stark Regen? Weil wenn es nicht stark regnet, könnte es ja sein, dass wir gar nicht wechseln müssen. Das ist korrekt. Wenn dann ein bisschen Uffbase. Aber in Österreich ist das Wetter manchmal tricky. Also ich glaube schon, dass wir wechseln müssen. Das will ich aber nicht. 10 bis 15 Minuten. Okay, neue Informationen, Regen in 10 bis 15 Minuten. Ja. Gerade hat er dir doch schon mal gesagt, bis in 10 Minuten, oder nicht? Als bei Nergo 10 bis 15 waren. Ja, bei mir sagt er es jetzt. Das ist doch also. Wir bekommen den Wetterbericht halt aus Japan. Diese oder Lügenpresse. So. Dauert das ein bisschen, bis das ankommt. Sind eigentlich die Rausfahrer noch da? 8,9 Sekunden. Okay. Dann halt nicht. Aber ich fahre ja auch viel vorsichtiger als zum Anfang noch. Kannst du ja auch leisten. Ja, genau. Du hast ja jetzt keinen Druck mehr. Wollten. Sei denn, der Regen ändert nochmal alles. Der wird alles ändern. Ich kann Regen. Ja, kann vor allem, wenn es zum Regen kommt und deshalb sowieso nochmal ein Boxenstopp da ist, dann kann Mono nochmal den Flügel wechseln. Frage ist, ob er es machen würde. Die Frage ist, das kostet zu viel Zeit. Ja, die Frage ist, wann der Regen kommt und wenn der 5 Runden vor Schluss kommt oder so, dann nochmal 8 Sekunden in der Box stehen, um Flügel zu wechseln, wird sich nicht lohnen. Das stimmt. Zumal du ja, glaube ich, nicht so viel langsamer bist als Sarok gerade, ne? Du bist halt nur nicht schneller als Sarok, das ist dein Problem. Ja, ich bin halt jetzt im Vorsichtsmodus. Ich bin im Niemandsland. Klimansland? Ja, ich bin jetzt im Klimansland. Gut, ich bin auch im Niemandsland. Sarok ist auch im Niemandsland. Quasi. Weil Sepp draußen ist. Ja, zieh mich damit rein. Immer bin ich schuld. Aber Gotti fährt noch, ey, Respekt, Gotti. Der hat die ganzen anderen Rennen auch beendet, oder nicht? Ja, gut, Monaco nicht. Gotti hat schon mehr Rennen beendet als ich. Aber bist ja selber schuld, Sarok. Hätte ja ein spannendes Rennen haben können, aber du hast mir einen Flügel zerstört. Ja, ja. Mit Gewalt. Oh, ich verliere ein wenig Zeit gegen meinen Hintermann, wird mir gerade gesagt. Ja, holt auf. Ja, 8,5 Sekunden noch. Hui. Ich hasse diese Kurve. Ich zittere. Also ich muss gar nicht zittern, du musst zittern. Bruno, zittern! Mach ich gleich. Wenn der Regen kommt. Hat er gemacht, hast du gehört? Wird kalt im Auto.
Boah, witzig, ich fühle mich mittlerweile, als würde ich einen Opel Corsa fahren, ey. Ich fahr so vorsichtig, ey, weißt du? Ja, kannst mal sehen, du fährst so vorsichtig, ich komm trotzdem nicht ran. Ey, du hast dir ja auch den Flügel abgefahren, du Doof. Ja, stimmt. Wieder habe ich mir wieder meinen Flügel abgefahren. Das kommt vor. Also nochmal, da tut mir echt jetzt schon leid. Der rechte Arm weh. Und wir haben gleich noch ein ganzes Rennen. Und danach kommt noch Tennis. Dieses hier ist noch lange nicht vorbei. Benzin sieht gut aus, hat er mir gesagt. Habt ihr das eigentlich auch, wenn ihr die Benzinansicht einblendet, dass sie dauerhaft grün und weiß blinkt? Ja, ja, das hatte ich vorhin schon mal angemerkt. Boah, Mono, wieso hörst du da war ich nicht zu, da. Ey. Nee, da war ich nicht da. Also bei mir flackert das auch die ganze Zeit. Ich hab ihn inzwischen lang gewöhnt. Lebenslang grün-weiß. Ach da, ja, da flackert's. Flacker, 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 flacker. Apropos Farben, ich finde dieses Gelb harmoniert auch gut mit dem Ferrari-Rot. Der hat noch Zeit, auf die Reifen zu gucken. Ja, bei mir ist ja nix. Ja, bei mir ist knapp 10 Sekunden weg. Bei mir ist auch Hamilton nichts, ist 13 Sekunden ich weg. Ich will mal beenden. Gotti ist mal wieder in der Boxengasse. Gotti, wie oft bist du schon in der Boxengasse gewesen jetzt? Ich glaube 4-mal. Das ist gut. Ach, ich muss auch noch meine Stop-and-Go-Strafe, fällt mir gerade ein. Ja, gut. Ja, ist ja hier nicht als Stop-and-Go einprogrammiert. Das ist ja eigentlich eine falsche Anzeige. Das ist ja nur eine 5-Sekunden-Strafe. Ja. Guck mal, da ist der Gotti! Ab Ungarn, ne? Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Oh, Mono gegen Gotti! Oh, diesen Spruch hatte ich noch nie. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Gotti, pass auf, ich habe einen kaputten Flügel. Vorne links. Kann sein, dass ich ein bisschen früher bremsen muss als erwartet. Ja, ich verstehe nicht, wie man immer einen kaputten Flügel haben kann. Das gibt doch gar nicht. Und mich auch noch hart verbremse. Sepp, ich versuche Punkte für uns zu holen. Hört dir, glaube ich, nicht zu, oder? Das wäre so Sepp-like. Sepp und Jormun üben jetzt schon mal, glaube ich. Sepp und Jormun. Jormun spielt Pokémon. Genau. Verteidigt deinen Meistertitel. Hat er gewonnen? Übrigens geht Nintendo langsam. Würde ich ja vorbeilassen, Gotti, aber hinter mir kommt noch Nergorix. Ich muss versuchen, so schnell zu fahren, wie geht. So geht Nintendo die Namen aus. Ja, Ultrasonne, Ultramond. Hallo? Ja, das stimmt, das ist ziemlich bescheuert. Ja, jetzt kommt noch Mega. Die Mega waren ja schon die Entwicklung. Die das dolle stimmt. Mega-Entwicklung. Ja, dann kommt Ultramega. Ey, wenn jetzt dann in der nächsten Teil Warp-Entwicklung kommt, dann ist das Hulk geklaut. Von Protoss. Von Protoss. Von Digimon. Genau, von Digimon. Das hat der Nergo nicht gesehen, weil der kam nicht auf Kika. Ich habe tatsächlich Digimon nicht gesehen, aber Pokémon habe ich gesehen. Kam das auch auf Kika? Nein, auf RTL 2. Das war aber schon später. Also diese Sendung habe ich geguckt, als ich so 7, 8 war. Meine Kindheitsserien sind ja schon... Kindergarten, Alter. Wie Paul die Karotte, sagst du? Genau. Karottenkopf. Paul der Karottenkopf. Ich weiß gar nicht, wer er hieß eigentlich offiziell. Ja, oder Paul, hieß er nur Paul. Karottenkopf? Paul. Auf jeden Fall war da ein Felix bei. Felix! Das fand ich immer schön. Das ist auch ein Schiff in Anno. Genau, deshalb. Okay, und die Gondel. Wobei ja das Akzent auf dem E liegt. Warum Gondre. Sagt man dann eigentlich Felix? Betont nicht das E. Ja, aber willst du Sacre Bleu sagen, oder? Ich kann kein Französisch. Ich auch nicht. Das haben wir doch letztes schon mal geklärt, oder? Dass das hier keiner kommt. Mon Dieu, oder Gotti. Mon Dieu! Je ne parle pas de français. Gotti. Gotti fährt vermutlich hinter mir und denkt sich die ganze Zeit nur Sacre Bleu. Ich glaube nämlich, Gotti könnte schneller fahren, wenn ich. Könnte ein bisschen schneller sein, ja? Ja, das Problem ist, wie gesagt, ich will dich vorbeilassen, aber erstmal kriegst du dann wieder blaue Flaggen und ich kann dich dann auch nicht einfach wegfahren lassen aus dem blauen Flaggefenster, weil Nergo hinter mir kommt. Du könntest dich natürlich auch an ihm immer im DRS-Sektor. Oh, ich verbremse dich auch ein bisschen. Voulez-vous coucher avec moi? Ich hoffe, das war jetzt keine Kollision zwischen uns? Nein. Okay, dann ist gut. Das stimmt nicht. Ich habe mich übrigens unabhängig von euch ziemlich verbremst.
Boah, ich bin gerade echt voll im Modus, wenn eine Mannschaft 5-0 führt. Ey. Das ist immer schön. Das ist gefährlich. Drei Meter davor bremsen. Sag, das haben wir letztens noch verloren in FIFA deshalb. Nein, das haben wir 3-2 gewonnen. Echt? Haben wir das so gewonnen? Ja, dann haben wir gewonnen. Oh, war aber knapp. Ja, 3-2. Da waren wir uns nicht so sicher. Wo ist denn Gotti jetzt hin? Ja, wir haben 3-0 geführt. Gotti ist jetzt hinter mir, glaube ich. Hat Gotti Box? Hat Gotti Box? Nee. Ich muss jetzt gleich überrunden. Neue Information, Regen, bald. Oh. Okay. Ich habe einen Grafikfehler gefunden. Kannst behalten. Wetterbericht. 5 Minuten bis zum erwarteten. 5 Minuten. Und er hat einfach aufgehört mittendrin im Vorlesen. 5 Minuten bis zum erwarteten Regen. Dann ist ich in StarCraft. Es wird aber auch merklich dunkler, oder? Nee. Also bei mir strahlt der Sonnenschein. Der Stein. Wie soll ich denn bei wo? Bei mir ganz schön auf Gotti, glaube ich. Wie und vor allem wo soll ich die denn überwinden? Ja, Gotti ist eigentlich fix unterwegs. Der hatte nur Pech. Das stimmt. Sonst würde der auch hier vorne irgendwo mitfahren, nehme ich an. Das stimmt. Also ich habe die Leistungsexplosion von Gotti ist fast nie ausgegangen. Fast nicht ausgeblieben. Ich war deutlich ausgeblieben. Auf welchem Platz bist du überhaupt, Gotti? Bist du irgendwo ganz hinten wegen den ganzen Boxenstops oder bist du noch mitten im Feld von der Position her? Ganz hinten. Okay. Ganz hinten. Ja gut, diesmal lag es halt wenigstens dann nicht an der Pace, nicht so wie in Spanien, also von daher. Ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Entwicklung. Gotti hat die Lernkurve von Dalukal. Aber der holt auf jeden Fall deutlich auf mich auf. Er hat ja auch frische Reifen. Was für Reifen fährst du? Rot. Okay. Neu-Rot gegen Alt-Gelb ist halt so eine Sache, ne? Ja, wobei so alt sind sie jetzt noch nicht bei mir, ne? Ich hab 39. Vorne links und vorne rechts sogar. Diesmal eine gleichmäßige Abnutzung. Ich kann gleich mal gucken, wenn ich auf einer Geraden bin. Das ist gerade schwierig. 39 habe ich auch. Aber nur vorne rechts. Alles andere ist... Was hast du denn vorne links? Links habe ich glaube ich 29 oder so. Okay, vielleicht ist es der Flügel, der vorne links kaputt ist. Denn da habe ich mir auch 39%. Vorne links habe ich 32. Wehe, jetzt zurück! Der Abstand zum Führenden beträgt 16,1 Sekunden. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 23,1 Sekunden. Oh, bergauf, den DRS aktivieren! Ich kann noch nicht in der Kurve das DRS aktivieren. Geht der DRS denn echt eigentlich auch beim Bremsen aus oder müssen ja. Wir den manuell machen? Es sei denn, du heißt Sainz. War das bei Sainz? Ich glaube ja, ne? Ja, das war ihr's. Nee, Hülkenberg, der den Flügel nicht zugekommen hat. Stimmt, Hülkenberg war es. Das war auch sehr schön, als er in der Box stand und der Mechaniker hinten einfach drauf geklopft hat, wie so ein Irrer auf den Flügel. Einfach draufhauen, blödes Ding, geht zu. That's it. So repariere ich auch mal meinen Computer. Alles made in Russland. Das sind Spitzenmechaniker, die wissen genau, was sie tun. Nein, ich ja in Frankreich bei Renault. Apropos Frankreich, das gibt ja jetzt demnächst wieder die Strecke, ne? Ja. Also sie gab es schon länger, aber. Aber leider nicht. Sie wird wieder gefahren. Was kommt denn für Malaysia überhaupt rein? Ist der schon fertig? Ach, das ist Frankreich, okay. Leider nicht meine Kur. Wovon denn überhaupt? Frankreich. Ja, Bruder. Nee, nicht Le Mans. Keine Ahnung, Le, irgendwas bestimmt. Le Box Box Box. Le Box Box Box. Le Bleu. Was passiert, Gotti? Warum bist du so langsam gerade? Ich hab da jemanden getroffen. Oh. Du musst mal ein Foto machen, oder wie? Ich hab jemanden getroffen. Mein er ist Kollege ja Österreich, nah am Heimrennen. Witzauer ist ja fast ein Heimrennen, ne? Naja. Auf jeden Fall ist es näher dran als alle anderen Rennen, oder? Das stimmt. Bei mir nicht. Bei mir ist Spa definitiv am nächsten dran. Da musst du Spa aber auch gewinnen. Aber bei Spa dahin zu fahren ist so blöd, weil da siehst du die Autos so selten. Oder kannst du ja mit dem Gemüsefest schon überlegt, aber...
Da fahren ja nur 40 mal vorbei oder so. Wenn die hier 72 mal vorbei fahren. Dann ist wie Zuschauer bei der Tour de France. Das ist so stinklangweilig. Oh, ich habe einen Regentropfen auf dem Visier. Oh, Regentropfen, ja. Regentropfen! Ich nicht. Ich sehe es nur vorne übers Auto laufen. Stimmt, da sind noch viel mehr. Wir haben definitiv Regen. Also auch ja, ich merke auch schon, die Performance ist schon rasant abgefallen. Also uff, Baselöde. Ich habe ja schon mein Differential direkt nach oben geschraubt. Macht man das? Mit den Pfeiltasten. Ich habe mich mal schön verbremst vor der Nadel. Mit den Pfeiltasten, ja, ich gehe jetzt mal in die Tastatur. Dann, das war eigentlich eher die Frage, ob man das macht, das war mir nicht bewusst. Ja, Differential mit Differential ist halt, wenn du unter- oder übersteuerst, wenn du das Differential umschlägst, kannst du da ein bisschen was regen. Ja, man sollte vielleicht auch mal gucken. Wobei ich ja, wie gesagt, dafür bin, dass wir Setups wieder einführen. Nein, weil dann cheatest du. Weil du stellst ja auch alles um. Wo denn? Du hast ja die Regeln so gebogen, dass du das umstellen darfst, was du kannst. Am Lenkrad. Ja, eben. Ich habe ja keine Ahnung, was das Differential ist. Ich will einfach ein schönes aus dem Steam Store laden. Ricardo, das blaue Flaggendings, das heißt, du sollst langsamer fahren. Dankeschön. Mittelfinger raus, sehr gut. Ich fahre jetzt noch vorsichtiger als das Vorsichtige. Also das sicherste, Tarok, dass ja auch ja nichts passiert, wäre ja, wenn du einfach stehen bleibst. Ja. Da kannst du keinen Unfall bauen. Da komm ich nichts an, bleibst, ne? Blöd stehen. Dann stecke ich in Gotti fest. Ja, wie ich im Gotti fallen. Also Gotti, ich warne schon mal vor, ich bin nicht gut im Regen. Es kann durchaus sein, dass ich gleich mal einen Abgang also, mache. Also die Lenkradfahrer sind alle nicht gut im Regen, weil das einfach unmöglich ist. Und mit Controller Gotti ist kann das, glaube ich. Weil Gotti holt ziemlich auf mich auf. Ja, aber ist ja auch noch nicht wirklich Regen, ist ja nur so Fake-Regen. Ja, aber das ist immer das Schlimmste für mich. Wenn ich mich einstellen kann, okay, ich muss langsam fahren, weil es gefährlich ist hier, dann ist okay. Aber wenn ich nicht weiß, wie weit ich pushen darf, nee, ohne rauszufliegen... Nee, das Schlimmste finde ich, wenn ich wechseln muss. Die ersten Runden auf dem neuen Fahrrad. Das kann ich... Also das mag ich lieber als dieses, wie viel Gas darf man jetzt noch geben? Also jetzt ist eigentlich noch recht human. Wie stark rutsche ich? Ja, es geht auch noch, also es ist nicht so wild. Also ich weiß nicht, ob wir überhaupt nur wechseln müssen. Jetzt aber nicht so viel gegen, muss ich sagen, weil ich habe jetzt 50%. Das geht zwar noch. Ich habe 45. Ich habe 51 vorne rechts. Oh, mit dem Reifenverschleiß tun wir uns aber nicht mehr viel. Außer Sepp. Ne, auf der Strecke hier gerade nicht. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Österreich ist doch eine schöne Strecke. Hast du nicht immer gesagt, das ist doch eine Scheißstrecke? Nein, das ist eine Scheißstrecke. Diese Boxenausfahrt. Das ist genau deshalb wieder. Silverstone wird kacke. Silverstone ist eine schöne Strecke. Nein! Wobei, Österreich mag ich auch. Zarok ist raus! Das ist der Sieg für Mono. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab Gas gegeben. Gas gegeben. Ja. Steht ja in der Wand. Völlig unverdienter Glückssieg. Grüne Flagge. Hallo, Mono hält sich auf der Strecke mit dem kaputten Flügel, ja? Den du ihm kaputt gefahren hast. Das sah so gut aus. Gut hätte ich mag Österreich. Österreich ist so eine tolle Strecke. Nein! Gut hätte ausgesehen, wenn ich nach dem Boxstopp an dir vorbeigekommen wäre. Aber leider hat es nicht ganz gepasst. Da bellt auch der Hund. Ja, da regt sich sogar der Hund auf. Da ist sogar Willi Buff böse. Kampfhund. Ja, ab Ungarn. Das wird jetzt schon ein bisschen blöder, oder? Kann aber auch an meinen Reifen liegen. Am besten ist wieder so wie in Malaysia, dass wir alle auf diesen Reifen bleiben, die KI aber wechselt und dann zwischen uns ist. Und mich dann raushaut. Ja, nee, bitte nicht. Bedingungen sind hart, aber noch nicht zum Wechsel bereit. Die Bedingungen sind hart. Erzählt er da, weißt du, sitzt schön im Trocknen, ja? Ja, die Bedingungen Trinkt sind hart. Trinkt seinen Kaffee. Es war nie so einfach zu gewinnen. Das kann ich wieder ein bisschen so warten, ey.
Das Spiel ist doch scheiße! Es ist immer so schön bei Zarok diese Kurve zu sehen. Ach, ist das eine tolle Strecke! Bestes Spiel der Welt. Ach, so alles scheiße. Da bin ich einmal gut, ja? Und dann so ein scheiß Drecks-Wix-Körn und da krieg ich Plack, ey! Ja, so ist das ohne Traktionskontrolle. Gotti ist immer noch hinter mir. Gotti war sechsmal in der Box. Gotti fährt noch. Gotti fährt noch. Oh Gott, ist das schlimm. Gotti ist eigentlich auch schnell von der Pace her. Ah, er geht Z nun. Ich bin auch noch nicht angekommen. Wieso passiert denn eigentlich immer mir? Weil du hast ja vorher schon erwähnt, du bist in einer 5-0-Führung-Mentalität. Genau. Das stimmt. Ja, und außerdem fährst du halt schneller und aggressiver, zum Beispiel als ich. Während ich deshalb immer im Rennen hinter dir deswegen bin hast und du auch im Qualifying. 18 Punkte von mir. Was? Ich habe mehr als 18 Punkte. In diesem Rennen habe ich 18 Punkte. Ich bin doch nur seitlich an die Wand gedützt. Das ist doch kein Grund, dass der Reifen abfällt. Oh, jetzt wird's aber echt feucht hier. Was habe ich denn für einen Kackwagen? Schön voll. Also ich bin in Russland, bin ich auch seitwärts an die Wand gedetzt und der Wagen hat es ausgehalten. Ja, ich hab den Trabant unter den Wagen hier, ey. Wer will denn auch schon freiwillig mit kleinen 100 fahren? Boah, ey, wäre ich einfach nur mit 60 zu Ende getuckert. Noch 10 Minuten. Dann wärst du aber auch vorletzter geworden. 10 Minuten noch Regen, dann wird's endlich wieder trocken, Mono. Ist das nicht schön? Okay, lass uns langsam fahren, damit wir noch was von schönem Wetter haben. Yay, 16. Ist die KI gewechselt auf? Setze ich keinen, nein. Ich glaube, es ist auch noch zu früh. Und das heißt, wir werden durchfahren. Aber wir sind jetzt in der vorletzten Runde. Aber ich fahre schon auf dem Mager, damit ich hier... Weil meine Reifen sind echt auch nicht mehr gut. 58%, naja geht. Ich hätte es jetzt schon schlimmer erwartet. Genau bei 58. Spiel gleich wieder dieses Brettspiel. Pokémon. Bin ich dabei. Da komme ich wenigstens an. Nego ist dabei. Wir spielen die Ash Ketchum Gedächtnis-Edition. Wie kann man... Der ist tatsächlich wieder jünger geworden, habe ich gesehen. Ich habe letztens eine dieser Folgen nochmal mir angeguckt. Eine neue. Da sah er deutlich jünger aus, als in den Folgen, die er früher war. Umgekehrtes Phänomen. Ja, Ash müsste ja auch schon, was müsste da sein? Mitte 20 Jahre mittlerweile. Deutlich älter als ich. 98 ist Pokémon in Deutschland rausgekommen. Ist Ash eigentlich schon mal Pokémon-Meister geworden? Er hat dieses, das einzige, wo es keine Edition zu gab, gewonnen, da die zweite Staffel. Okay. Das, wie hießen die denn? Seeschauminsel? Nee, Seeschauminsel gab es ja richtig. Wie hieß das denn da? Zarok, du kennst dich doch aus. Wie hieß der Johto? Orange Liga hieß das. Johto okay. War das am Anfang, genau. Da nee, das am Anfang war Kanto. Genau, Johto ist dann zweite Generation, beziehungsweise dritte Staffel. Und vierte und fünfte, glaube ich. Nee, das Orange habe ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Plan gerade. Da fahren die immer, oder da sind die immer auf Lapras unterwegs mit Tracy, dem Zeichner. Aber ich glaube, er hat später auch nochmal irgendwas gewonnen. Aber da habe ich das schon nicht mehr verfolgt. Also das ist ja frustrierend. Also bis Höhen hat er auf jeden Fall nicht gewonnen. Oh, wir sind ja schon in der letzten Kurve. Ja, zum Glück. Da hält man sich einmal über Pokémon, schon vergeht das Rennen wie im Flug. Schon vergeht das Rennen wie im Flug, ja. Rennsieger Mono, Graz. Ja, danke. Hat Zalrock mir vermacht. Ja, auch vielen Dank an Zalrock, deshalb bin ich noch Zweiter geworden. So, schauen wir nochmal Gotti zu. Wo ist der denn? Ich da bin, ist er wahrscheinlich im Ziel. Ich bin der beste Teamkollege aller Zeiten. Da ist er. Im Ziel. Gotti ist 16. Weil wisst ihr, wie ich mich gerade fühle? Wie Peter Smits in Österreich. Und Ziel! Ja. Leider vorbei. Ja gut, aber du hast einfach nur zu viel Gas gegeben. Und das war einfach nur... Warum stehe ich denn als zweitplatzierter auf dem Podium?
Du stehst nicht als Zweitplatz. Bei mir stehst du da nicht. Bei mir stehen aber Raikön und Hamilton. Bei mir stehe ich da. Nee, das ist nicht Raikön, ja, das bin ich. Mein toller Fahrer. Ach, entschuldige. Entschuldige, das ist natürlich... natürlich Mama. Ist Nergorix und nicht Raikön. Ich bin so daran gewöhnt, dass Nergorix immer so gut... Ach, das Raikön... dass Raikön immer so gut gefahren ist. Wobei du ja auch schon richtig viele Punkte geholt hast. Doppelherzschmerz. Ich würde sagen, mit diesen schönen Worten, ich lasse es mal nochmal 5 Sekunden laufen, verabschieden wir uns aus Österreich. Nächstes Mal geht's weiter in Großbritannien. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss. Oh,